Währungs- und Schuldenkrise, diesmal in der Türkei-Edition. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu einem kurzen Update für Anleger begrüßen. Sie werden momentan viele Schlagzeilen lesen, respektive das auch in den Nachrichten heute Abend transportiert bekommen. Die türkische Währung hat massiv abgewertet. Die Entwicklung, die wir schon in den vergangenen Wochen und Monaten sehen konnten, hat nochmal erheblich an Dynamik gewonnen. Und Sie können das hier im Chartverlauf gut nachvollziehen. Wir sehen hier die Entwicklung der türkischen Lira gegenüber dem US-Dollar und auch gegenüber dem Euro. Sie sehen, der Außenwert hat da dramatisch abgenommen. Und wenn Sie mal die Entwicklung hier in den vergangenen Wochen reflektieren, dann ist das wirklich ein sehr dramatischer Verlauf. Und eine derartige Währungsabwertung, die hat natürlich vielfältige Folgen. Zunächst einmal ist das eigene Banken- und Finanzsystem betroffen. Das ist, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar. Aber im nächsten Schritt haben natürlich auch viele, insbesondere europäische Bankinstitute, Darlehen und Kredite an türkische Kreditnehmer vergeben, seien es private Personen, aber vermehrt wohl an Unternehmen. Und wenn nun die türkische Lira abwertet, dann werden eben diese Kredite in Fremdwährung teurer, sowohl was den Zins betrifft als auch die Rückzahlung. Und dementsprechend diskutiert man aktuell darüber, dass nicht alle diese Kredite zurückgeführt werden könnten. Wenn Kredite nicht vollständig bezahlt werden, dann kommt es zu Ausfällen beim Darlehensgeber, sprich eben hier bei den europäischen Banken. Diese Ausfälle, die reduzieren das Eigenkapital, die drücken natürlich auch im Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung auf die Ergebnisse. Und daher ist es gut nachzuvollziehen, warum Banken am heutigen Tage zu den schwächeren Titeln auf der europäischen Ebene gehören. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Themen, die weitere Ansteckungseffekte haben. Wir sehen, der Euro reagiert etwas schwächer. Wir sehen, dass die Risikoaversion der Marktteilnehmer nochmals nach oben geht. Und nach einer insgesamt eher durchwachsenen Woche, die geprägt ist von der Sommerschwäche und natürlich auch dem schwellenden und drohenden Handelskonflikt und den möglichen Maßnahmen der verschiedenen Parteien, scheint es wohl nur so, dass dieser Klaps dem Markt eben nun hier die Richtung gegeben hat, und zwar ins negative Terrain. Was die Perspektive für die Türkei selbst betrifft, so muss man sagen, dass die schwache Währung dazu führt, dass die Inflationsrate steigt. Sie verteuert Importe, sie sorgt natürlich auch für Umverteilungseffekte im Land, sie reduziert den Wert von Kontoguthaben und Forderungen. Und wenn Sie hier mal die Inflationsrate im Verlauf betrachten, dann sehen Sie, wie in der jüngeren Vergangenheit nochmal deutlich angestiegen ist. Die offizielle Inflationsrate roundabout bei 16%. Die Türkei musste sich jüngst für 5-jährige Staatsanleihen zu knapp 20% am Kapitalmarkt refinanzieren. Dazu die ganzen Querelen rund um Trump und Erdogan, die Sie in den Nachrichten nachvollziehen können. Also, das ist eine Gemengelage, die insgesamt natürlich bedenklich stimmt. Auf der anderen Seite, wenn wir das Ganze einordnen, müssen wir festhalten, die türkische Börse ist natürlich eine kleine Börse, wenn wir die Marktkapitalisierung betrachtet. Auf der anderen Seite werden die meisten Anleger keine direkten Beteiligungen in der Türkei halten. Das heißt, aus der Perspektive eines privaten Anlegers, der zum Beispiel in Deutschland seinen Wohnsitz hat und über ein global gestreutes Portfolio von Aktien, Anleihen, Edelmetallen und auch Rohstoffen verfügt, für den sind diese Schwankungen, die wir momentan sehen, zwar ärgerlich, aber sie gehören dennoch zum ganz normalen Kapitalmarktgeschäft und sind letztendlich auch das, was dafür sorgt, dass Anleger in Vermögensklassen wie beispielsweise Aktien eben Risikoprämien verdienen. Und diese Risikoprämien, die sind insbesondere im Umfeld niedriger Zinsen ein Schmerzensgeld dafür und auch eine notwendige Komponente, um überhaupt die Renditen zu erzielen, die für die private Altersvorsorge, für den langfristigen Vermögensaufbau oder auch für den simplen Erhalt der Kaufkraft notwendig sind. Zum Thema Kaufkraft habe ich hier noch die monatliche Auswertung des IPOS-Inflationschecks mitgebracht. Sie können hier die Rendite verschiedener Vermögensklassen unter Einbeziehung der Abgeltungssteuer sehen. Wir sehen, dass wir mit deutschen Staatsanleihen ein negatives Ergebnis von 0,24% erzielen, Kontoguthaben, das wissen Sie alle, bei 0. Aber auch mit Euroanleihen im Unternehmenssektor der guten Bonität liegen wir nur bei rund 1%. Pfandbriefe, die weisen eine gute Bonität auf, sind eben auch mit Immobilien, Krediten und ähnlichen Grundstücken besichert, 0,3%. Ja, und selbst Hochzinsanleihen der Eurozone, die rangieren nur bei 2,7%. Und Sie sehen schon, viele dieser Vermögensklassen, die sind eben unterhalb der Inflationsrate von 2%, können also damit die Kaufkraft nicht erhalten. Und damit können Sie, glaube ich, auch sehr gut nachvollziehen, warum Investoren, die sehr, sehr stark in zinsorientierte Vermögensklassen investiert sind, wie Versicherungen, Pensionskassen und auch Versorgungswerke, warum die Probleme haben, ursprüngliche Zusagen zu erfüllen, warum es hier zu Anpassungen, teilweise auch durch den Gesetzgeber,
kam und warum natürlich auch die Auszahlungen für die Zukunft hier nicht in den Himmel wachsen können. Ganz einfach, wenn die Verpackung kein Geld verdient, dann kann sie natürlich auch weniger an ihre Kunden hier letztendlich ausschütten. Also, das zur kurzen Einordnung. Ich darf Ihnen ein schönes Wochenende wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.